Hallo und herzlich willkommen bei Martins Barbecue. Heute machen wir einen Gyros Schicht braten. Und wie wir das machen, wie ich das mariniere, zeige ich euch jetzt. Wie wir dann weiterfahren, werdet ihr gleich sehen. Zuerst sind wir mal beim Hauptdarsteller. Der Schweinenacken angekommen. Den packen wir nochmal aus, das Prachtstück hier. Der kurz im Kühlschrank, im Gefrierfach, war ein wenig leicht angefroren. Holen wir ihn mal raus. Jetzt schneiden wir den in schöne Scheiben. Etwa so 1 Zentimeter. Es geht ganz gut eigentlich, weil der nicht angefroren war. Einwandfrei. Ja, schön gleichmäßig waren die. Das Ganze ist da jetzt in wunderschöne Scheiben geschnitten. Das schmeiße ich jetzt da in die Schüssel da rein. Mach da schon mal von dem Gyros-Gewürz drauf. Das habe ich auch selber zusammengemischt. Oh, immer ein bisschen da gut drauf geben. Dann schmeißen wir die nächste Schicht da rein. Wieder was drauf geben. Und so weiter und so fort. Ich muss zugeben, ich habe das noch nie gemacht. So einen Gyros-Schichtbraten. Das ist jetzt auch das erste Mal. Fast ein Mega wird sein. Alles da reingeben. Jetzt mit der Hand da alles ein gut vermengen. So, dass da überall ein wenig was drankommt für den guten Gewürz.
durchmähen. Riecht gut, wenn ihr das riechen könntet. Ich glaube, das wäre mal was für eine Steakwürzung. So schaut es jetzt aus. Das Ganze kommt jetzt für 12 Stunden in den Kühlschrank und dann sehen wir uns wieder zum Grillen. In diesem Sinne erst einmal Prost. Unser Fleisch war jetzt 12 Stunden im Kühlschrank. Das sieht jetzt so aus. Das holen wir jetzt da raus. Das ist jetzt Zeit für den Grill. Wie ich das mache, seht ihr gleich. Ich habe da die schöne Form. Und dieses Teil kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Das, wo man auch für die Spareribs nimmt. Deckelhalter aus dem Möbelhaus. Fleisch sieht schön aus. Ich tue mir jetzt da Schichten, bis das an Ganzes ergibt. Die meisten nehmen Zwiebeln noch mit dazwischen rein. Das lasse ich jetzt einmal weg. Mal sehen, wie das insgesamt wird. Weil ich habe das noch nicht gemacht. Eine Alternative zum Drehspieß ist, kann ich dann erst sagen, wenn ich heute Abend das Ergebnis sehe. So, alles da rein. Andere machen das in die Brotbackform und tun da Metzgergarn rein und das dann zubinden, wenn man die Form hier nimmt und dieses Deckelhalter bzw. den Ripshalter, kann man sich das Gewickel sparen. So mein Plan. Bisschen noch andrücken. Schauen wir mal, wie das Ganze wird. Das wandert jetzt auf den Grill, der ist vorgeheizt auf 180 Grad. So schaut das Ganze jetzt aus. Wandert es jetzt rein. Und ich denke mal, naja, so 3 Stunden werde ich schon brauchen. Das ist viel Fleisch. Deckel machen wir zu. Linker Brenner an, Mittelbrenner aus, rechter Brenner an. Ja, 180 Grad. Lassen wir mal.
Wenn das fertig ist, sehen wir uns wieder. Dann zeige ich euch das Ergebnis. Jetzt sind 3 Stunden rum. Jetzt schauen wir mal, was das Fleisch macht. Kerntemperatur. Was haben wir denn in der Mitte? 71 Grad. Am Rand haben wir 85. Da haben wir auch 85. Jetzt tun wir es raus und schneiden es auf. Ich versuche jetzt mal das gute Stück anzuschneiden hier, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Saftig ist es auf jeden Fall. Sehr saftig. Das kann man so machen. Okay. Macht das auf jeden Fall so nach. Und wenn es gefallen hat, der gibt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ich mache mich da raus. Euer Martin bei Martins Barbecue und tschüss.